Frühjahrsputz auch am Grund der Alster. Im Rahmen der Aktion Hamburg räumt auf, haben sich Taucherinnen und Taucher von DLRG, Polizei und Feuerwehr zusammengetan, um nach versunkenem Müll zu suchen. Dieser Reifen war nur einer der Gegenstände, die heute von den Tauchern aus dem Wasser gefischt wurden. Zum 20. Mal wurde mit mehreren Booten und vielen Hilfskräften der Grund des Isebeck-Kanals von allem möglichen Müll befreit. Wir haben hier Fahrräder gefunden, wir haben hier E-Scooter gefunden, auch einen normalen Tretroller. Dann haben wir hier Baustellenschilder gefunden, haben auch eine Tasche gefunden mit einem Kuhfuß drin, also ein Einbrechwerkzeug sozusagen, hat die Polizei dann sichergestellt. Dabei arbeiten die 15 Taucher anderthalb Stunden lang unter schwierigen Bedingungen. Die Sicht ist quasi gleich null. Das ist also nicht so vergleichbar wie mit Korallentauchen am Great Barrier Reef, sondern man sieht hier einfach, im wahrsten Sinne des Wortes, die Hand vor Augen nicht. Das heißt, die Taucher müssen wirklich tasten, sie müssen fühlen, was ist da denn eigentlich? Ist das scharfkantig? Sie müssen vorsichtig vorgehen. Wie viel Müll dieses Jahr genau gesammelt werden konnte, wird sich zum Ende der Aktion am Sonntag zeigen. Die Stadtreinigung kann allerdings bereits einen Rückgang der Mengen in den letzten Jahren erkennen. Hamburg ist also sauberer geworden, zu Land wie zu Wasser.